Ja, hallo Leute, ich bin seit langem mal wieder euer RC247. Ja, ich habe gesehen, ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Dafür erstmal wirklich ein riesen Dankeschön an euch. Ich bin echt froh, so viel schon geschafft zu haben. Ist zwar schon über ein Jahr her, aber dafür ist es nicht schlecht, finde ich. Vor allem, weil ich nicht viele Videos gemacht habe. Ja, ich dachte mir, jetzt so 100 Abonnenten Special, obwohl es nicht wirklich Special ist, das wird wahrscheinlich irgendwann demnächst kommen. Da bin ich noch was am Überlegen, ob ich das überhaupt hinbekomme, aber vielleicht wird's was. Ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber wäre natürlich geil. So, dann dachte ich mir jetzt erstmal, damit nochmal ein Video kommt, zeige ich euch mal ein neues Flugzeug. Also für mich ist es nicht neu, das ist eins meiner ersten, wie man vielleicht auch hier an der Kante schon sieht, die hier abgebrochen ist. Ich habe das Stück auch noch, bloß ich habe keinen Kleber dafür im Moment. Und ja, das ist eine Mustang. Ich glaube, das soll eine P51 Mustang darstellen. Ist von, ich glaube, Hobby King habe ich das geschenkt bekommen von meinem Vater, meine ich. Ich guck mal eben nach. Hier steht drauf AirTag, www. Art, nee, ArtTag, da. ArtTag. Scheint aber trotzdem von Hobby King zu sein. Ich glaube, das ist dann einfach nur etwas, was von da vertrieben wird. Ja, was ist daran geändert? Es ist erstmal nicht mehr der originale Motor drinne. Aus irgendeinem Grund ist der Auto Fokus nicht an, den muss ich gleich nochmal anmachen. Da ist ein anderer Motor drin, weil der alte Motor irgendwie eine schräge Welle hatte. Immer wenn man damit einmal auf die Schnauze gefallen ist, ist die Welle kaputt gegangen. Dann, es war da mal diese gelbe Nase drauf mit einem Vierblattpropeller oder einer Vierblattluftschraube. Das waren mal zwei Vierblattluftschrauben. Die sind bloß auch kaputt gegangen. Wenn man dann einmal falsch landet oder so, brechen die gleich ab. Die passen halt dann perfekt da rein so. Wenn man das aufmacht. Einen Moment. So. Und dann waren halt hier auch noch zwei Blätter. Da war es halt eine Vierblattluftschraube. Hat sich ziemlich geil angehört und sah auch ziemlich geil aus, weil es halt vorne mit dem Spinner drauf war. Ich kann da jetzt aber keinen Spinner draufpacken, weil ich da nicht die richtigen Luftschrauben für habe. Ist ja auch nicht so schlimm. Ja, dann habe ich da, keine Ahnung, irgendeine Luftschraube aufgepackt, die ich jetzt hatte, die passt, weil mir die ganzen Unterlegscheiben bzw. diese komischen Scheiben fehlen, die dazwischen kommen, damit es auf den Spinner drauf passt. Und auch der Spinner hier ist der einzige, der darauf gepasst hat, und dessen passt nicht alles. Naja, ich habe noch drei Akkus und ich hoffe, dass sie noch funktionieren. Ich will mir nämlich neue kaufen, aber die scheinen nämlich schon relativ, ja, kaputt zu sein, nicht mehr genug Leistung zu haben. Ich werde auf jeden Fall heute mal rausgehen, weil es weniger Wind sein soll. Ich wollte schon vor ein paar Tagen raus, aber da war die ganze Zeit Wind. Und mal gucken, was wir zustande bekommen. Vielleicht ein kleines Video dazu. Wer weiß, ob die Akkus halten, aber wir hoffen es einfach mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns draußen. Bis gleich. So Leute, ich merke gerade, das Fahrwerk macht da zu viel Gewicht dran, das wiegt nämlich schon ein bisschen was. Und deswegen werde ich gleich landen und das Fahrwerk abnehmen, dann nochmal fliegen. Und ganz hinten an diesem Video dran schneide ich ein Video, was ich vorher aufgenommen habe, wo das Flugzeug aber nicht wirklich drauf zu sehen ist. Einfach nur damit ihr, falls ihr das gucken wollt, es gucken wollt, weil ich da noch ein paar Sachen sage. Kommt dann ganz hinten dran. Und
ja, dann drehe ich auch eine Runde, lande, mach das ab und fliege dann wieder. Oder auch nicht, der Akku ist kaputt. Ich lande jetzt einfach. Ich habe keine ordentlichen Akkus, tut mir leid, Leute. So, hallo Leute, ich bin's wieder, euer RC247. Wir sind jetzt draußen auf dem Flugplatz und hier ist mein Flugzeug und ich versuche das mit der provisorischen Kopfkamera aufzufangen. Und da geht's ab. Ist ein bisschen windig geworden jetzt, aber es geht eigentlich noch. Ich hoffe echt, dass ihr jetzt alles sehen könnt. Jetzt geht's einmal über den Platz rüber und ab in den Rückenflug. Und nochmal zur Info, das ist die P51 Mustang. Schöner Tiefflug. Und Rückentiefflug. Und jetzt fliegen wir mal ein bisschen hoch, wenn der Akku das noch hinbekommt von der Leistung her. Nee, krieg ich da nicht mehr hin. So, das war der erste Akku. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Akku.